Einen wunderschönen guten Abend an alle da draußen, die uns jetzt zugucken. Wir haben eben schon ein bisschen gespaßt. Das sind wahrscheinlich so zwischen 2 und 3 Millionen wie beim letzten Mal. Nein, bei mir sagt man Moin Moin, egal wie spät es ist. Mein Name ist Konstantin Muffert, ich bin Teil des Presseteams und freue mich total, dass wir heute Abend über ein bestimmtes Thema sprechen, aber nicht nur. Wir haben nämlich einmal meine Kollegin Lucia Merkel Hallo. dabei. Hallo Lucia. Und Sebastian Fuhr. Hallo zusammen. Hallo Sebastian. Die beiden sind Teil der Werft in Rhein-Münster. Und Lucia macht eine Ausbildung zur Fluggerätmechanikerin. Ja, ich habe tatsächlich ein paar Mal schon geschrieben, Fluggeräte. Lucia, wie oft passiert das eigentlich, dass der Begriff falsch genannt wird? Ja, sehr, sehr oft. Doch, ist ein schneller Flüchtigkeitsfehler. Ja, gestern habe ich sogar falsch geschrieben. Also sorry dafür. Wir bekommen also heute Einblicke in die Werft und der Sebastian ist nicht nur technischer Pilot und salopp gesagt, guckt dann, ob Lucia und die Kollegen und Kolleginnen da unten alles richtig gemacht haben, ne, ob jede Schraube sitzt, sondern man kann durchaus sagen, du bist Teil des betriebseigenen TÜVs, richtig? Ja, sozusagen, so kann man es zusammenfassen, in kurzen Worten. Genau. So, und wie immer vorab, ihr könnt natürlich an beide Fragen stellen. Vorab möchte ich nur beide ein bisschen vorstellen, damit ihr auch besser wisst, mit wem ihr zu tun habt. Und jetzt bin ich ein bisschen fies, das habe ich den beiden noch nicht gesagt. Es gibt noch eine Überraschung. Ist ja bald Weihnachten, aber es ist eine schöne Überraschung. So, jetzt geht's los. Sag mal, Lucia, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, diesen Beruf zu lernen? Also ich war eigentlich schon immer relativ doch technisch interessiert und dann in der 12. Klasse habe ich mich dann mal dazu entschieden, bei der DRF ein Praktikum zu machen von einer Woche. Und das hat mich doch schon wirklich sehr begeistert und mein Interesse nochmal mehr bestärkt. Und daraufhin habe ich dann ja noch ein freiwilliges Jahr dran gehängt nach meinem Abitur, um mir alles nochmal genauer anzusehen. Und so bin ich dann zu meiner Ausbildung gekommen. Ja. Hattest du denn vorher schon irgendeinen Bezug zum Thema Fliegen oder zum Rettungsdienst? Gibt es vielleicht, sag ich mal, einen Onkel oder eine Tante, die dir schon ein bisschen was erzählen konnte? Oder bist du in Anführungsstrichen von null gestartet? Ja, also jetzt mit dem Rettungsdienst speziell oder mit dem Fliegen habe ich jetzt bei mir in der Familie mit, ja, haben wir nirgendwo etwas Berührungspunkt oder irgendwas, aber, ups, tut mir leid. Aber ja, ansonsten habe ich schon mal in der Jugend an Autos herumgeschraubt in der Familie, aber jetzt Näheres auch nicht. Okay, sag mal, und als junge Frau, wenn ich mir jetzt vorstelle, gut, Corona macht die Sache nicht leichter, aber wenn man dann praktisch mal auf einem Sommerfest oder auf dem Weihnachtsmarkt mit jemandem ins Gespräch kommt und erzählt, was du eigentlich machst, wie oft blickst du dann in fragende Augen und dann heißt es, ey, gut, wir haben jetzt fast 2022, aber als Frau in dem Job ist das immer noch so ungewöhnlich? Ja, also es sagen dann schon immer sehr viele, wow, echt, du arbeitest in einem Bereich, wo ja hauptsächlich ausschließlich Männer arbeiten. Das ist nicht so der typische Frauenberuf, aber und ich bekomme dann auch doch immer relativ viele Fragen dazu, wie ich dazu gekommen bin und wie das dann so für mich ist, aber es wird doch immer mehr Gang und Gäbe. Ja, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Ich blende mal ein Foto ein, wie das für diejenigen, die wohl möglich unseren Nito-Fünfteiler noch nicht gesehen haben, wie das ja aussieht. Das ist ja schon auch echt ziemlich imposant, ne? Dein Arbeitsbereich. Kannst du noch mal kurz sagen, wie viele Docks sind das insgesamt? Also jetzt hier bei dem Bild in unserer großen Werft haben wir insgesamt 11 Docks und in der kleinen Werft, ja, kann man sagen, haben wir noch 2 zusätzliche Docks. Angenommen, uns guckt jetzt eine junge Frau zu, die sich fragt, wäre das was für mich? Kannst du mal in 2 Sätzen beschreiben, was diese Faszination ausmacht? Also für mich macht die Faszination eigentlich aus, dass ich wirklich sehe, wie der Hubschrauber komplett bei uns in die Werft kommt und man ihn ja in einer großen Kontrolle auf
ja, die kleinsten Einzelteile zerlegen kann und dann am Ende durch natürlich die Handbücher, die wir haben, man es wieder alles zusammensetzen kann und ja, dann wieder sieht, wie der Hubschrauber fliegt und je nachdem auch den Moment selbst hat, dass man dann nach der Wartung das erste Mal im Hubschrauber mit im Einflug sitzt. Also ich oute mich, ich habe zwar nicht zwei linke Hände, aber ich habe früher so Modellbauautos in Anführungsstrichen gebaut und einmal habe ich auch ein ferngesteuertes Schiff bekommen und das hat vorne und hinten nicht gepasst. Und die Comicfigur Werner kennst du wahrscheinlich gar nicht, oder Lucia, kennst du Nee, den? tatsächlich Naja, nicht. worauf ich hinaus will, ist, es gibt auch so einen Film aus dem Ruhrpott, der heißt, was nicht passt, wird passend gemacht. Das geht ja nun mal bei euch so gar nicht, ne? Nee, tatsächlich gar nicht. Also wir haben schon genaue Vorschriften, nach denen wir arbeiten müssen, weil ja, man kann ja nicht einfach im Flug mal rechts ranfahren, wenn was nicht passt. Und an manche Teile kommt man auch gar nicht so einfach. Und da gibt es wirklich genaue Vorschriften, nach denen wir arbeiten, zu unserer Sicherheit. Also kann auch nicht passieren, dass mal eine Schraube übrig bleibt, ne? Nee, auf gar keinen Fall. Also es sollte keine zu viel sein und auf jeden Fall auch keine zu wenig. Es muss eigentlich genau passen. Da war Sebastian, ich habe einen Beruf bei dir gerade noch gar nicht erwähnt. Du bist ja nicht nur technischer Pilot, sondern du bist auch noch Ingenieur. Wie ist das eigentlich, wenn du dann in der Werft vorbeikommst? Haben die Kollegen dann schon ein bisschen Bammel, weil sie wissen, du bist im Grunde genommen positiv gemeint. Der absolute Freak, der echt, sag ich mal, den Volldurchblick hat. Ja, also die Formulierung Freak, die habe ich tatsächlich schon öfters gehört. Man kann es vielleicht ja so auch zusammenfassen. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass da jetzt Bammel besteht, wenn ich jetzt vorbeikomme. Ne? Es ist natürlich schon eine gewisse Erwartungshaltung einfach da, wenn der Hubschrauber dann eben jetzt auch in den Einflug geht, wie Lucia das gerade erklärt hat, und wir dann auch mit der Maschine fliegen gehen, wenn sie in ganz, ganz viele Teile vorher zerlegt war. Und es ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass ich dann immer zu so einem relativ späten Zeitpunkt dann erst in die Kontrolle dazukomme. Also ich habe den Hubschrauber ja vorher in der Regel noch nicht begutachtet und dann habe ich nochmal die Möglichkeit, mit einem sehr neutralen Blick quasi, sage ich mal, auf die Maschine draufzuschauen und die Kollegen, ja, also man freut sich natürlich auch immer, die Kollegen freuen sich, wenn man dann sich austauscht, okay, was wurde gemacht an der Maschine, worauf muss man besonders achten und das ist bei uns immer sehr harmonisch. Wunderbar. Ich bekomme gerade Meldung, dass der Livestream leider nicht bei Facebook läuft. Ich kann euch leider nicht sagen, woran es liegt. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht nochmal neu starten sollten. Dann verlieren wir wahrscheinlich diejenigen, die gerade bei YouTube zugucken. Das tut mir echt leid. Also für jeden, der sich vielleicht gerade fragt, über welches Tool machen wir das eigentlich? Wir nutzen StreamYard. Das läuft eigentlich bisher immer super und es ist das erste Mal, dass Facebook das nicht streamt. Also das tut mir total leid. Ich würde mal vorschlagen, das schreibe ich mal in die Kommentare. YouTube hat ja eigentlich jeder, ne? Dass ihr bitte zu YouTube wechselt. Also, sorry. Sebastian, gerade bei Piloten fragt sich ja auch jeder, wie ist ja das geworden? Wie ist denn das bei dir? Gab es bei dir irgendeine persönliche Verbindung, dass du, ich sag mal, einen gewissen Vorsprung hattest, wie man das wird? Oder wie war das? Ja, also tatsächlich war es bei mir in der Familie nicht so, dass es schon Flieger im Verwandtschaftskreis oder irgendwo gab, wo man sagen konnte, okay, da ist eine Person, da möchte ich nacheifern und das auch werden. Ich habe mich einfach schon immer für den Hubschrauber interessiert und auch gerade speziell für den Hubschrauber eben und nicht nur, also nicht für Flugzeuge. Und da war das Ziel eigentlich schon als kleines Kind immer da, ich will Hubschrauber fliegen. Und ja, da habe ich dann einfach gesagt, okay, da muss man dann dranbleiben und es geht auch nicht ganz schnell. Also das ist auch nicht so, was man mal so eben dann macht. Aber ja, es hat dann funktioniert und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Aber in der Familie oder Verwandtschaft gab es da tatsächlich niemand, der da jetzt als Vorbild gewesen wäre. Hier kommt gleich die erste Frage für dich. Die blende ich mal ein. Die kommt von Kevin. Wenn eine Maschine am Einsatzort beispielsweise aus technischen Gründen nicht mehr fliegen kann, was machen dann die technischen Piloten?
Ja, also ist eine sehr spannende Frage. Also wir kennen es ja aus dem Rettungsdienst. Im Rettungsdienst geht es ja häufig schnell, beziehungsweise ist natürlich der Einsatz hinten dran, der ein gewisses zeitliches Handeln erfordert. Und wenn es dann tatsächlich mal sein sollte, das kommt ganz unregelmäßig mal vor, aber es ist eben auch nicht ausgeschlossen, dass irgendetwas am Einsatzhubschrauber vielleicht nicht mehr richtig funktioniert, wo wir dann sagen, aus Sicherheitsgründen, wir lassen die Maschine stehen und kommen dann mit einer Ersatzmaschine, dann kommen wir technische Piloten dann auch zum Einsatz, um die Maschine dann eben auch schnell an die Einsatzstelle, wo die Kollegen mit dem Einsatzhubschrauber eben stehen, zu bringen. Und ja, da geht es dann auch bei uns dann sehr zügig. Da müssen dann alle zusammenarbeiten, also alle Mechanikerinnen, Mechaniker, da wird dann Hand in Hand gearbeitet, dass der Hubschrauber dann eben schnell klar wird. Als Pilot schaut man dann, man telefoniert mit dem Kollegen vor Ort, der an der Einsatzstelle steht. Wo stehst du? Wie hast du die Maschine geparkt? Gibt es da Orte, Hindernisse, wo vielleicht es nicht so gut geeignet ist, die Maschine daneben zu landen, weil wir müssen natürlich auch schauen, dass wir den Einsatzhubschrauber dann wieder schnell in den Einsatz bekommen. Also ich sollte mit der Ersatzmaschine auch nicht zu weit weg parken. Das ist natürlich dann auch von Vorteil, dass man die ganzen medizinischen Sachen eben auch umbauen kann. Und ja, das ist dann auch schon spannend. Und ich finde es vor allem immer toll zu sehen, wie dann die Teamleistung geht. Also da geht es wirklich Hand in Hand von den Kolleginnen und Kollegen in der Technik, dann über den Piloten und dann vor allem auch die Kollegen im Einsatz, die dann wieder mit einer anderen Maschine wieder dann in den Einsatz gehen. Das ist schon ja immer eine spannende Sache. Lucia hat das ja eben angedeutet. Oder könnt ihr beide vielleicht noch mal kurz beschreiben, nach wie viel Betriebsstunden kommt eigentlich dann ein Hubschrauber zu euch nach Rhein-Münster in die Werft? Ich blende einfach das Foto noch mal ein, damit man das noch mal besser sehen kann. Hier haben wir zum Beispiel Lucia mit ihren beiden Kollegen. Lucia hat es ja eben angedeutet, der Hubschrauber wird komplett zerlegt. Nach wie vielen Betriebsstunden passiert denn das? Also das Komplettzerlegen passiert nach 800 Stunden. Es gibt aber auch eine Kontrolle nach 400 Stunden. Da sind dann ja viele Sichtkontrollen oder dass man nur kleinere Teile abbaut, um an andere Stellen schauen zu können. Das geht dann auch relativ schneller. Und klar, je nachdem auch wie lange oder wenn man dann auch was findet, muss man noch weiter in die Tiefe gehen. Aber ja, die 800-Kontrolle ist die große. Ich weiß nicht, Sebastian, hast du noch was zu sagen, falls dir noch Ja, nee, kann man genauso irgendwas. zusammenfassen. Wie lange dauert das dann, bis ihr ihn in Anführungsstrichen zerlegt und wieder zusammengebaut habt? Cool. Also die 400-Stunden-Kontrolle, wenn die wirklich ja sehr gut läuft, dann kann man sagen zwischen 2 bis 3 Wochen. Und ja, also eine ganz große Kontrolle, je nachdem, die kann dann auch mal bei ja 6 bis 8 Wochen auf jeden Fall liegen, je nachdem. Kommt es ja dann auch darauf an, wie die Teile lieferbar sind und wie lange man eventuell warten muss oder was alles ja beschädigt ist oder erneuert werden muss. Und könnt ihr beide mal ein bisschen skizzieren, wie da eure Zusammenarbeit läuft? Also nach welchen, sag ich mal, Schritten, Sebastian, kommst du dann schon vorbei und guckst? Ich erinnere mich, bei einem Dreh bist du, sag ich mal, in der Kabine und guckst da sogar, wie die Kabel verlegt werden. Also du bist halt nicht nur in Anführungsstrichen derjenige, der wenn alles schon, sag ich mal, wieder hübsch ist, mit dem Heli in Anführungsstrichen durch die Gegend fliegt, sondern du bist halt auch vorher schon dabei und sag mal, schaust dir genau den Arbeitsablauf an, richtig? Ja, also es ist für mich vor allem wichtig als technischer Pilot, dass ich genau weiß, was an der Maschine gemacht wurde. Also ich komme für diesen ganz großen Check schon relativ am Ende der Kontrolle, aber ich schaue mir natürlich die Maschine auch zwischenzeitlich an. Zum Beispiel, wir haben ja die ganzen Verkleidungen, wir nennen es die Cowlings, also die Verschlüsse und Verkleidungen, die der Hubschrauber um die Triebwerke, um das Hauptgetriebe hat, die behindern etwas die Sicht, wenn ich die Maschine durchgucken möchte. Für die normale Vorflugkontrolle, die jeder Pilot auch am Einsatztag macht, kann man die Klappen öffnen an der Seite, da ist es kein Problem. Aber für die große Durchsicht und die große Vorflugkontrolle, die ich mache, nach der technischen Inspektion ist es für mich dann hilfreich, wenn die ganzen Verkleidungen eben noch abmontiert sind. Und da ist es dann schon so, dass wir dann eben uns absprechen, okay,
wann wollt ihr die Verkleidungen drauf machen? Ich komme dann vorher her, also ans Dock, schaue die Maschine eben durch und habe dann eben auch Platz und kann dann die Bauteile richtig gut auch anschauen. Das ist so ein bisschen das, wo wir dann miteinander interagieren. Und wenn ich dann die Maschine durchgeschaut habe, dann werden die Verschlüsse nach und nach dann eben auch zugemacht. Also zum Beispiel auch am Heckausleger vom Hubschrauber sind verschiedene Deckel, solche kleinen Wartungsdeckel, die lässt man dann noch offen, da kann ich dann mit Lampe und Spiegel auch schön reinschauen, wenn zum Beispiel Bauteile da drin getauscht wurden und da ist es schon wichtig, dass wir dann, Lucia und ich als Beispiel, dann eben auch uns dann ein paar Tage vor dem Flug schon absprechen und dann eben die Maschine sozusagen übergeben. Ja, Konstantin, du meintest ja auch das mit dem Skizzieren der Ablauf, also am Anfang kommt ja zum Beispiel Sebastian auch dazu, wenn die Maschine ja kommt und man ja dann auch noch den Eingangscheck macht. Da brauchen wir dann auch den Piloten dazu. Genau. Also ganz am Anfang schaut man sich die Maschine immer noch mal an. Das ist so ein kleines abgespecktes Programm. Man schaut zum Beispiel, funktionieren die Triebwerke so, wie sie sollen? Einfach, dass wir auch wissen oder die Kollegen wissen während der Kontrolle, ja, da müssen wir vielleicht noch mal drauf schauen. Da hat man das, ich nenne es immer so eine Basisdiagnostik am Anfang. Und genau, also so am Anfang und am Ende sind wir da immer meistens viel in Zusammenarbeit. Ja, übrigens erstmal vielen Dank an alle, die hier fleißig Fragen schreiben. Das haben wir im Blick und die werden wir thematisch abarbeiten. Und der Kevin hat eine Frage an Lucia. Wie schwer ist es am Anfang der Ausbildung, die Technik des Hubschraubers zu verstehen? Also am Anfang ist es natürlich schon sehr komplex, vor allem weil ja alles ist am Anfang neu und natürlich man kann sich auch schon einlesen, aber die Bauteile an sich hat man dann ja erst am Anfang der Ausbildung so wirklich vor sich. Aber es ist jetzt auch nicht, dass man einen Punkt hat, ja, nach ein oder zwei Monaten versteht man jetzt die komplette Technik des Hubschraubers, sondern es kommt eigentlich so Stück für Stück während der Ausbildung, wenn man dann mal in unterschiedlichen, ja, Bauteilen arbeitet oder auch an unterschiedlichen Bereichen des Hubschraubers und so eignet man sich eigentlich, ja, eignet man sich das Wissen so Stück für Stück über die Jahre an und ich glaube auch, es gibt noch ganz, ganz viel danach der Ausbildung, was es zu lernen gibt. Fällt mir gerade spontan ein, fühlt man sich da auch, sagen wir mal, so klein, weil man mit Leuten zu tun hat, die erst, Entschuldigung, ja teilweise 10, 15 Jahre machen und ich sag mal, die Kisten, meine ich jetzt nicht despektierlich natürlich, aber sag ich mal, von A bis Z alles kennen und man so denkt, oh ja. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, natürlich. Also gerade am Anfang prasselt so viel Information und Wissen von anderen auf einen ein. Das muss man erstmal verarbeiten. Und man denkt auch erstmal, okay, wie soll ich mir das überhaupt jemals alles merken? Aber wie gesagt, Stück für Stück. Manches wiederholt sich dann ja auch immer wieder. Aber es gibt auch ganz viele Kollegen, die arbeiten dann schon 20 Jahre da und sagen, okay, das ist jetzt wieder was ganz Neues für sie. Und auch durch Revision oder wie jetzt die D3, die wir jetzt gekriegt haben, das sind ja auch wieder neue Punkte für jeden Kollegen und so lernt man eigentlich nie aus und es gibt immer wieder was Neues für einen, egal wie lange man dabei ist. Hier gibt es eine Frage an euch beide. Baut ihr nur Ersatzteile vom Hersteller ein oder entwickelt ihr auch eigene, beziehungsweise ist sowas überhaupt erlaubt? Gruß Ralf. Ralf, danke für deine Frage. Ja, also vielleicht kann ich es sogar nur vorwiegend, ist es schon natürlich so, Ersatzteile, also Teile, die der Hubschrauber eben hat, die dann ausgetauscht werden, die kommen nur vom Hersteller, weil man eben auch nur diese Teile zertifiziert hat und eben nur diese Teile dann eben auch einbauen darf und einbauen kann. Es ist aber schon so, dass wir auch Bauteile haben, die zum Beispiel vom Hersteller der Medizingeräte kommen, die dann eben eingebaut werden von diesem Hersteller, der aber auch dafür zertifiziert ist. Und bei der DRF Luftrettung ist es eben auch so, dass wir einen eigenen Entwicklungsbetrieb haben, der dafür auch geeignet ist und auch zugelassen ist, Bauteile eigene zu entwickeln, wenn es den Bedarf eben dazu gibt. Das ist schon relativ aufwendig, auch das zu machen, aber vorwiegend, wenn es jetzt um die Frage der Ersatzteile geht, Ersatzteile kommen nur vom Hersteller. Alles klar, vielen Dank. Der Eddie Maria hat eine Frage, die geht an dich, Sebastian. Welchen Vorteil hat die 5-Blatt im Gegensatz zur 4-Blatt? Ja, also die 5-Blatt-Variante der H145, die Lucia hat sie gerade erwähnt, die D3, wie sie auch im Zulassungstypenblatt quasi richtig heißt, BK117 D2, das ist die 4-Blatt-Variante der H145.
Die BK-117D3, das ist die Fünfblatt-Variante. Und der Vorteil dieses Hubschraubers ist eigentlich darin begründet, dass der Flugkomfort höher ist. Die Maschine fliegt ruhiger, die Maschine fliegt etwas weicher als die Vierblatt-Variante. Und das ist einfach ein, ich sag mal, nächster Entwicklungsschritt, den man da gegangen ist, um dann eben mit diesem fünften Rotorblatt eine andere Flugcharakteristik ein bisschen und vor allem auch einen anderen Flugkomfort zu generieren. Okay. Mir kommt noch eine Frage an dich. Wie lange fliegst du schon Hubschrauber? Ja, wenn ich zurückdenke, wann tatsächlich meine allererste Flugstunde war, das war im Jahr 2008. Also wenn ich dann richtig rechne, seit 13 Jahren. Wow. Alles klar. Sag mal, Lucia, was mir eben so eingefallen ist, ne, wenn man die ganze Zeit an den Dingern umschraubt, wie groß ist dann der Wunsch, das Teil mal selber zu fliegen? Ja, also ich muss sagen, mir macht mein Beruf schon wirklich sehr, sehr viel Spaß und ich habe einen heiden Respekt vor dem Piloten. Also ich finde, es ist schon ja sehr komplex und es ist nicht einfach, ich stelle es mir zumindest nicht so einfach vor wie jetzt das Autofahren und sowas. Ich kann es mir selbst nicht vorstellen zu fliegen. Natürlich das Mitfliegen, das ist wunderschön. Man hat auch immer mal wieder tolle Aussichten, gerade bei uns im Schwarzwald. Aber ja, ich genieße es dann mal mit dabei zu sein beim Fliegen, aber ich könnte es mir jetzt ja selbst nicht vorstellen, Pilotin zu werden irgendwann. Aber gut, man weiß ja nie. Naja. Sag mal, Sebastian, das wird auch eigentlich immer wieder gefragt, heute Abend noch nicht. Aber ich hätte so das Gefühl, dass es unter Piloten mehrere Kollegen gibt, die Schlagzeug spielen können. Kann das sein, dass ich damit richtig liege und dass diese Koordination, sag ich mal, also eine Fähigkeit ist, die man als Pilot ja absolut braucht? Ja, du liegst da richtig. Und ja gut, ob es jetzt unbedingt Schlagzeugspielen sein muss oder ob es jetzt auch ein anderes Instrument ist, sage ich mal, das ist etwas, da möchte ich mich jetzt nicht drauf festlegen, aber es ist natürlich schon so, diese Koordination, die man mit den beiden Händen und mit den beiden Füßen machen muss, dass man eben Bewegungen klar voneinander trennt, die man auch unabhängig voneinander machen können muss. Da hilft natürlich das Erlernen eines Instruments, glaube ich, so in dieser Grundentwicklung dahin schon weiter, muss man auf jeden Fall sagen. Ja. Also schaden tut es auf keinen Fall. Ich glaube, daran würde ich zum Beispiel schon scheitern. So, hier gibt es, glaube ich, eine Frage von einem Nostalgiker. Warum fliegt die Luftrettung nicht mehr die Bell U1? Ja, die Bell UH-1D wahrscheinlich, ne, der Teppichklopfer, wie man ihn kennt aus diversen in Hamburg gedrehten Fernsehserien zum Beispiel, ne, für dich, Konstantin, Heimspiel in Hamburg. Also warum fliegt diese Maschine nicht mehr? Das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, dass es einfach ein Hubschrauber ist, der nur ein Triebwerk hat und nicht zwei Triebwerke, wie unsere Maschinen das eben haben, die wir in der Luftrettung einsetzen. Und das ist, sage ich mal, etwas, was über die Jahre hinweg auch der Vorschriftenentwicklung einfach dann notwendig war, Hubschrauber mit zwei Triebwerken zu betreiben, dass man immer, wenn die Möglichkeit hat, sollte mal ein Triebwerk ausfallen, mit dem anderen Triebwerk noch sicher weiterzufliegen. Und diese Möglichkeit hat halt die Bell UH-1D, die UI, wie sie auch genannt wurde, nicht, weil es eben nur ein Triebwerk hat, dieser Hubschrauber. Aber man muss dazu sagen, alles, was ich von dem Hubschrauber gehört habe, war er oder ist er auch sehr, sehr zuverlässig. Also das möchte ich ihm jetzt nicht absprechen. Also hier kommt noch eine Frage von einem Fachmann oder einer Fachfrau. Weshalb wurde die Finne an der H-135 verlängert? Ja, also man kennt ja die alte Variante, die EC-135, und die hat ja noch an diesem Horizontal Stabilizer, also an dem Höhenleitwerk, diese beiden Platten am Ende, diese beiden Endscheiben, wie sie genannt werden, die hat man bei der H-135 weggelassen, also die fehlen. Und so ein bisschen muss man natürlich diesen Ausgleich der Lenkstabilität auch woanders schaffen und deswegen hat die ein bisschen eine höhere Finne. Also ich habe so das Gefühl, wir sind jetzt bei YouTube richtig gefunden worden. Das freut uns natürlich sehr. Hier kommt noch eine Frage an den Piloten. Funktioniert der Vierachsen-Autopilot, der H-145, auch bei schlechteren Wetterbedingungen?
auch noch gut oder muss da manuell geflogen werden? Ja, also der Vierachsen-Autopilot von Airbus, der macht das richtig gut. Also der macht das auch bei Wind, macht der das auch sehr gut. Und ich sage mal so, also wenn man dann wirklich irgendwann mal manuell fliegen muss, dann ist es eher auch ein Stück weit Geschmackssache des Piloten, ab wann er gerne manuell eingreifen möchte und das Ganze so ein bisschen mehr in der Hand zu haben. Aber der Autopilot, den diese Varianten haben, den wir ja auch in unserer letzten Folge gezeigt haben, wie wir ihn getestet haben, der funktioniert richtig gut. Also da ist quasi die Notwendigkeit, dass man da als Pilot auch bei starkem Wind eingreift. Ja, das dauert eine Weile, sage ich mal. So, jetzt kommt meine Überraschung. Ihr beide wart ja auch Protagonisten beim Fünfteiler, der gerade bei Nitro läuft. Und guck mal, wer hier ist. Hallo, Hallo, Sascha. hallo, schönen guten Abend. Hallo. Hallo Sascha, grüß dich. Wie geht es euch? Ich höre euch schon die ganze Zeit zu und ich sehe euch auch Du natürlich. Das hörst macht schon die ihr, ganze Zeit zu. das macht ihr auch sehr, sehr gut. Wie bei den Dreharbeiten. Ihr seid ja schon richtige Profis in der Beziehung. Ja, vielen Dank, Dankeschön. Also mir, uns geht's gut. Ja. Na, ich Und hoffe, dir? dir auch. Ja, mir geht's auch prima. Die Folgen sind ja bisher recht gut gelaufen bei Nitro, ne? Das wissen wir jetzt schon. Und jetzt warten wir natürlich noch die fünfte ab am Samstag. Und ja, wie ist denn bei euch? Habt ihr Feedback bekommen auf euer Mitwirken in den Folgen bisher? Ja, also bei mir kamen nur positive Rückmeldungen und dass es auch wirklich mal schön ist, den Werftbetrieb zu sehen und mal zu sehen, ja, was eigentlich mit den Hubschraubern außerhalb der Station auch passiert, aber natürlich auch das Stationsleben mal zu sehen und nicht nur die Hubschrauber am Himmel immer fliegen zu sehen. Genau, jetzt wollen wir unser Publikum nicht verschrecken. Den Sascha haben wir tatsächlich total spontan vorhin gefragt. Warum? Weil wir ja am kommenden Samstag den fünften Teil bei Nitro sehen können. Und weil ich euch beide mal unabhängig jetzt von Sascha auch nochmal fragen wollte, wie war das eigentlich für euch, dass die Kamera mit dabei war? War das nach einer gewissen Zeit, sage ich mal, spielt dir das gar keine Rolle mehr? Lucia, wie war das für dich? Also am Anfang, ja, war ich natürlich schon nervös und es war irgendwie komisch, dann ja plötzlich gefilmt zu werden. Aber irgendwann gab es dann auch wirklich Momente, da habe ich dann mit meinen Kollegen gearbeitet und habe mich irgendwann nach hinten umgedreht und plötzlich war die Kamera direkt neben meinem Kopf und ich habe es völlig ausgeblendet gehabt und gar nicht mehr gemerkt gehabt und habe mich eigentlich eher dran erschrocken kurz. Und also es war wirklich, ja, ich denke mal, man gewöhnt sich irgendwann daran. Und Sebastian, wie war das für dich? Ja, also ich sag mal so, der Sascha hatte mich ja im Cockpit mit Kameras gespickt quasi, ne? Also die eine Kamera, die wir mit dem Saugnopf hatten an der Scheibe vorne, die einen direkt anguckt und diejenigen, die vorne sitzen, die Kamera, die nach vorne rausguckt und dann noch die Kamera am Brustgurt, die man dann auch noch getragen hat, um so diese Perspektive auf die Flugsteuerung und auch das Cockpit zu haben. Das ist definitiv eine Umstellung. Ne? Und bei dem letzten Flug, den wir, glaube ich, Sascha war es in der letzten Folge gezeigt haben, da warst du ja dann auch mit dabei gewesen im Flug und hast dann eben auch noch mal von hinten in die Kabine gefilmt. Also vier Kameras dabei zu haben, die dann eben zuschauen. Ja, das ist nicht alltäglich auf jeden Fall, aber man muss natürlich dazu sagen, das ganze Team, was eben dabei war, es war super angenehm mit euch, ne? Sehr sympathisch und uns, also ich kann da für mich sprechen, aber ich denke mal, Lucia, für dich auch, uns hat es wirklich großen Spaß gemacht, muss man wirklich sagen. Und das Witzige ist ja auch, Sascha hat ja schon sehr viele Reportagen gemacht, gerade im Bereich Luftfahrt. Und wenn man Luftfahrt interessiert ist, dann schaut man ja die ein oder andere Reportage dann eben auch an. Und das Witzige war, dass viele der Reportagen, die Sascha schon gemacht hat in der Vergangenheit, ich alle schon gesehen habe, ne? Also das war jetzt dann irgendwie dann, ja, dann der lustige Nebeneffekt, als ich ihn dann gefragt habe, was hast du eigentlich schon alles gemacht, dies, das und jenes, ne? Und deswegen war da die Sympathie von vornherein eigentlich da, ne? So kann ich das von meiner Seite sagen. Ja, dann wollen wir doch jetzt mal kurz reingucken, was uns alle am Samstag erwartet. Wir sind sofort wieder da. Kleinen Moment. Alarm für Christoph 47. Der Grund?
Ein schwerer Fahrradunfall in der Ferienregion Fischland-Darß. Ja, der Christus 47. Da muss man eine Wirbelsäulenverletzung und einen Schädelhirntraum ausschließen. Und davon werden wir sicher dann den einen oder anderen mitnehmen müssen. Einsatz für Christoph 54. Ein Verkehrsunfall in der Nähe von Freiburg. Diese Strecke hier ist für Unfälle bekannt. Da gibt es relativ viele Hochgeschwindigkeitsunfälle. Und Schlaganfall auf Usedom. Jede Minute zählt. Der Hubschrauber ist einfach schnell und damit unschlagbar, was die Zeitersparnis anbelangt. Tja, Samstag. Samstag ist es wieder soweit. Eigentlich schade, ne? Sascha, hättest du gleich ein paar Minuten? Ja, also, wir haben ja gesehen, dass die Serie oder beziehungsweise die Arbeit der DRF Stoff bringt für ja wahrscheinlich unendlich viele Folgen, ne? Weil uns geht es ja genau wie den Piloten und den Rettungssanitätern und den Ärzten, wenn da eine Alarmierung kommt, man weiß ja nicht, was passiert. Und die Informationen, die kommen ja immer so häppchenweise auf dem Weg zum Einsatz. Und auch was jetzt die Vielfalt der Einsätze betrifft, das war ja schon recht abwechslungsreich jetzt in den Folgen und sehr unterschiedlich auch. Also von relativ harmlosen Sachen in Anführungsstrichen, wo es darum ging, erstmal den Notarzt schnell vor Ort zu bringen, gerade in ländlichen Regionen. Aber da waren natürlich auch schon sehr dramatische Einsätze dabei. Plus natürlich, ich glaube, das gab es halt vorher auch noch nicht so, dass wir noch die tollen Einblicke bei euch in Rhein-Münster mitnehmen konnten und wirklich auch ein bisschen detaillierter zeigen konnten, was ihr da so macht. Ne? Auch wenn ich jetzt an diesen Abnahmeflug in der letzten Folge denke, wo ich auch mit dabei war, ja schönerweise, wo es auch um den Autopiloten geht. Ich glaube, das war auch recht so anschaulich für den Zuschauer. Ne? Also ja, fünfte Folge Samstag und dann gucken wir mal, was passiert. Also vielleicht geht es ja weiter im nächsten Jahr. Wäre ja schön. Ja, wie gesagt, es gucken ja nur 2,5 Millionen zu. Vielleicht schreiben die ja alle mal Nitro. Nitro hat ja auch eine Facebook-Seite und eine YouTube-Seite und so. Und aber das muss ich auch sagen, ich durfte ja, leider war ich in der Werft nicht mit dabei, aber in Greifswald und Freiburg war ich kurz mit dabei. Und das ist ja jetzt hier keine Lobhudelei. Dein Team, Sascha, hat ja einfach einen Mega-Job gemacht. Es ist schon beeindruckend zu sehen, dass selbst Kameraleute, die das auch schon seit vielen Jahren machen, immer noch auf der Jagd nach einem besonderen Bild sind. Also das fand ich schon echt krass. Echt. Ja, da muss man auch sagen, also das Team, was da gedreht hat, das sind sozusagen die Kameramänner und der Tonmann, mit denen ich seit 20, 25 Jahren drehe und mit denen ich alle Luftfahrtreportagen gemacht habe bisher. Also deshalb von daher war das natürlich A, mit euch einfach, weil ihr habt es uns einfach gemacht, mit euch zu drehen, weil ihr sehr zugänglich wart und auch so viel ermöglicht habt natürlich. Und es war natürlich für mich natürlich auch einfach, mit so einem tollen Team zu drehen. Ne? Also den mit Jochen Blum, der Sami Karim an der Kamera, der Frank Harreuder hat den Ton gemacht. Und ja, das fühlte sich auch, muss ich sagen, also wir haben uns auch jetzt eher so als Teil des Teams gefühlt vor Ort. Ne? Also sowohl jetzt bei euch in Rhein-Münster als auch an den Standorten, an den Stationen. Ne? Und das, man lernt sich ja auch schon ein bisschen kennen dann jetzt gerade bei den Stationen natürlich, wo man natürlich noch ein bisschen mehr Zeit miteinander verbringt. Und ja, muss ich nochmal sagen, ganz großes Dankeschön jetzt von unserer Seite nochmal. Hat großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich glaube, die Geschichten, die gehen da so schnell nicht aus. Und es gibt ja auch noch viele Standorte, wo wir noch gar nicht waren, Konstantin. Ne? Ja, ich hörte davon. Übrigens für alle, die es noch nicht gesehen haben, hier unten in der Bauchbinde ist die Adresse von Nitro TV. Das ist ja heute alles mit der Mediathek leicht nochmal nachzuschauen. Und wer weiß, jetzt in der Vorweihnachtszeit, vielleicht hat der ein oder andere auch ein bisschen mehr Zeit und möchte sich das mal so in einer Strecke angucken. Soll es ja auch geben. Ich kann auch nur sagen,
Ich hatte ja einen kleinen Vorsprung. Ich durfte ja auch schon mal einen Rohschnitt gucken, aber ich gucke mir das trotzdem jeden Samstag nochmal neu an. Obwohl ich keinen GFK-Decoder habe, aber es ist echt einfach, ja, es ist einfach toll. Ja. Hier gibt es noch eine Spezialfrage, würde ich mal sagen, an Sebastian. Die blende ich mal kurz ein. Gibt es sowohl in der 135 und 145 ein? Was ist damit gemeint, Sebastian? Antikas. Traffic Collision Avoidance System. Ah, ja, hätte ich ja drauf kommen können. Ja. Ja, nein, wir haben das in allen Maschinen. Also kein TCAS, was eine Ausweichempfehlung spricht, sondern aber ein vergleichbares System, was uns den Verkehr anzeigt. Und ja, das ist sehr, sehr wichtig, sehr, sehr hilfreich. Wir hatten es, glaube ich, auch in der letzten Folge gesehen. Wir haben nicht nur dieses TCAS bzw. dieses TAS-System, sondern eben auch ein FLAM-System. Der Olli Barth hat das eben auf dem Rückflug, glaube ich, von der Einsatzstelle gut erklärt, dass manche Gleitschirmflieger dieses System auch haben. Das ist sehr hilfreich, auch gerade wir mit den technischen Flügen. Wir sind ja jetzt an der Freiburger Station nicht so weit weg. Wir sind auch da einfach viel im Bereich des Schwarzwaldes unterwegs, wo diese anderen Verkehrsteilnehmer dann unterwegs sind, wo es dann eben hilfreich ist, dass wir diese Systeme haben. Und ja, das ist eine gute und wichtige Unterstützung. Und was war der zweite Teil der Frage? Ja, wir haben ein GPS zur Navigation, genau, wo man eben auch dann zum Einsatzort direkt hingelangt, wo man dann direkt die Destination sieht. Da gibt es verschiedene Karten, die man dann eben anschauen kann. Und ja, auch Funkfrequenzen sind da von den Flugplätzen mit sichtbar. Das ist also schon eine gute Sache und schon Hightech, den man dann da eben auch nutzen kann. Wobei wir ja gerade bei Christoph 47, also sprich in Greifswald, gesehen haben, gerade in der Nitro-Serie sieht man das ja ganz gut, dass die hin und wieder halt echt, dass es gar nicht so leicht ist, den geeigneten Landeplatz zu finden, ja, weil man vielleicht in der Nähe eines Wohnhauses landen möchte, wo dann aber Gartenmöbel rumstehen, die würden dann durch die Gegend fliegen. Da muss man halt schon echt auf eine Menge Faktoren achten, ne? Ja, also es ist generell so, der Hubschrauber, das darf man natürlich nicht vergessen, wir sind mit der schwersten Maschine 3,8 Tonnen schwer oder können 3,8 Tonnen schwer sein. Und damit der Hubschrauber fliegen kann, muss er natürlich auch eine gewisse Luftmenge nach unten verdrängen. Und das ist schon ordentlich, was dann da eben bei rauskommt. Und da müssen Gegenstände schon gut fest sein, beziehungsweise man muss entsprechenden Abstand dazu einhalten, dass da dann auch nichts durch die Gegend fliegt. Das ist auch am Flugplätzen nicht anders. Wenn kleine Flugzeuge abgestellt sind, muss man immer darauf achten, Abstand zu haben oder auch an anderen Hubschraubern Türen, Fenster offen sind. Das ist schon nicht ganz ohne. Ja. Lucia, hier kommt eine Frage für dich. Hast du einen Hubschraubertyp, den du am besten findest? Puh, also jetzt so speziell nicht unbedingt, aber was ich sagen muss jetzt zum Beispiel bei denen, die wir jetzt haben, was mich wirklich fasziniert hat, ich durfte, ich glaube jetzt vor einem Jahr circa war es bei uns mit der Bo 105 mitfliegen und durfte auch schon zweimal an der Bo arbeiten und das war wirklich, ja, so eine alte, kleine, schnuckelige Maschine, würde ich sagen, aber es ist unglaublich, wie schön sie trotzdem fliegt und man sieht so unglaublich viel, weil einfach sie noch so klein ist, aber man trotzdem alles sehr gut sieht und das ist schon ein Hubschraubertyp, der mich wirklich, ja, doch sehr fasziniert. Jetzt bin ich im Gegensatz nicht so der Experte, aber heißt das, die Maschine hat vielleicht nicht so viel Technik und dadurch ist das ein bisschen handfester. Kann man das dann, sage ich mal, so ungefähr vergleichen mit, das ist halt wie früher mal ein Golf, wo man selber noch dran schrauben kann, oder ist das jetzt totaler Quatsch? Nee, also es ist so ein, ja, ich würde sogar eher so sagen, es geht so in Richtung, ja, so ein kleiner Oldtimer oder so, wenn man das so nennen kann, einfach so was richtig Schönes. Das sieht jeder sagt, oh, hier wieder die Bo, es ist doch ein Hingucker, wenn die mal wieder draußen fliegt. Und es ist halt, ja, auf jeden Fall jetzt nicht so extrem Hightech wie die ganz neuen Maschinen, sondern ja, man muss doch noch mal ein bisschen mehr selbst machen, würde ich sagen. Sebastian, da fällt mir gerade ein, eine H145 könnte ja auch ohne dich fliegen, ne? Ja, das kann sie sehr gut. Man muss nur es muss nur jemand geben, der die Knöpfe drückt. Aber ja, genau. Also heißt das jetzt, die könnte ich so, sage ich mal, programmieren, dass sie von A nach B fliegt, ohne Pilot?
Also die Maschine ist definitiv in der Lage, von A nach B zu fliegen. Das nutzen wir auch. Die kann auch verschiedene Routen, zum Beispiel Anflugrouten, Instrumentenlandeanflüge. Man hat ja nur einen kleinen Teil gesehen in der Reportage bei uns, aber der Hubschrauber ist da schon selbst in der Lage, oder auch nach einem sogenannten GPS-Anflug selbstständig zu fliegen. Und der Autopilot, der kann eben schon sehr viel. Und natürlich, wenn es dann um den sogenannten Liftoff, also auch das Aufnehmen des Hubschraubers vom Boden zum Schweben und auch das letzte Absetzstück geht, da braucht es dann schon noch den Piloten. Also so weit ist der Hubschrauber noch nicht. Aber den Rest, der dazwischen liegt, den macht die Maschine schon ziemlich gut. Hier kommt noch eine Frage für Lucia. Ist es schwer, als Hubschraubertechnikerin zu arbeiten? Also, was heißt schwer? Natürlich ist es unglaublich viel, was man lernen muss und das ist sehr, sehr komplex. Aber ja, wenn man es möchte und der Wille da ist, dann finde ich, ist es definitiv nicht schwer. Es hat natürlich kleine oder größere Herausforderungen mal und aber wenn es jetzt auch vielleicht um Gewichte geht, um größere Teile, also wir haben zum Beispiel jetzt auch bei uns ja Kräne, die uns sehr, sehr viel erleichtern, wenn es jetzt um schwere Teile geht und ja, also ich glaube, wenn man die Handbücher versteht und schön nach den Handbüchern arbeitet, dann ist es doch einfach nur eine Sache des Wollens. Also das heißt, du musst jetzt nicht mit den Kollegen ins Fitnessstudio gehen und die Langhanteln schwingen. Nee, muss ich nicht, aber bisschen Sport schadet nicht. Sascha, ich glaube, ich habe dich schon mal gefragt, wie groß ist eigentlich, da du ja diese Themen schon so viele Jahre begleitest, wie groß ist denn da sag mal, die Faszination hast du zum Beispiel einen Simulator zu Hause und fliegst zu Hause im Wohnzimmer? Nein. Nee, so weit ist es dann noch nicht, weil da fehlt ein bisschen die Zeit, leider. Aber wäre natürlich schon interessant. Also kann ich mir schon vorstellen, langfristig, ja. Sebastian, gibt es da gute Programme, die du empfehlen kannst, eigentlich? Also man kann tatsächlich mit dem Flight Simulator kann man tatsächlich sehr viel machen und da kann man auch, wenn man das möchte und sich damit auch ernsthaft beschäftigt, im Vorfeld schon ganz, ganz viel üben, sozusagen, ne? Also diverse Sachen, Funknavigation, ne, das kann man ganz viel im Simulator eben üben. Und ja, da kann man sich diverse Abläufe auch schon aneignen. Also da sind die Programme, die Softwarelösungen, die es da heute schon gibt, die sind da schon richtig gut, ja. Gut, dann übe ich im Simulator, Sebastian, ne, beim nächsten Mal in Rhein-Münster. Ne? Tauschen wir einfach, dann halte ich die Kamera, ne, und dann, genau. Dann nimmst du aber auch den Brustgurt für die Kamera dann nach Genau. vorne, ne? Ja, Okay. und kann man im Simulator auch auf dem Nettoparkplatz landen dann oder kann man nur so auf Verkehrsflugplätzen landen? Wie ist das da? Also ich weiß jetzt nicht, ob es im Simulator die Nettoparkplätze simuliert sind, wenn man die da vielleicht als Szenerie einspielt, warum nicht, ne? Wir haben hier ein paar Fachleute, würde ich mal sagen, die uns zuschauen. Dennis würde gerne wissen, Frage an Sebastian, verfügen die moderneren Autopiloten auch über die Möglichkeit, eine bestimmte Schwebeposition über zum Beispiel einem Helipad zu halten oder funktioniert er nur im Vorwärtsflug? Die Frage kann ich sehr schnell beantworten. Ja, die Autopilotensysteme können eine Schwebeposition halten über dem Helipad oder an jeder anderen GPS-Position und man kann den Hubschrauber damit auch zum Beispiel bewegen lassen. Also man kann ihn zum Beispiel auch sagen, geh mal 1 Meter nach rechts oder 1 Meter ungefähr nach links. Also das ist schon eine hohe Entwicklungsstufe, die es da eben gibt im Vergleich zu alten Autopiloten, die das nur im Vorwärtsflug bis zu einer gewissen Mindestgeschwindigkeit konnten. Und die Systeme, die H145 zum Beispiel, aber auch die H135 hat, die sind schon wirklich gut und können auch super gut die Schwebeposition halten. Wunderbar. Phil würde gerne wissen, wie du Pilot geworden bist, privat oder bei Bund Polizei? Ja, ich habe die fliegerische Ausbildung privat gemacht und ja, habe so den klassischen Weg, sage ich mal, genommen. Also man hat dann zuerst mal dann die Privatpilotenausbildung angefangen, hat dann Flugstunden und Flugerfahrungen gesammelt und dann die Berufspilotenausbildung gemacht. Und ja, das ist quasi der private Weg, der ist nicht ganz so vorbestimmt wie der bei den öffentlich-rechtlichen Organisationen, sage ich jetzt mal. Man hat da
bisschen mehr Freiheiten, aber muss dann natürlich auch dranbleiben und das hat alles Vor- und Nachteile und ja, ich habe das Ganze privat gemacht. Okay. Eine neue Frage ist nicht mehr aufgetaucht. Wir haben uns vorab verständigt. Ich sehe nämlich mit Erschrecken die Tagesschau ist schon rum. Ne? Um 20.30 Uhr spielt Borussia Dortmund. Weiß nicht, ob das irgendjemand vielleicht guckt, außer mir. Aber wenn ihr keine weiteren Fragen draußen habt, liebe Leute, dann würde ich jetzt gleich hier die Schlussrunde einläuten. Und nochmal darauf verweisen, wie gesagt, Samstag bei eurem Lieblingssender Nitro läuft die fünfte und erstmal die letzte Folge von Die Rettungsflieger hilft aus der Luft. Sascha, an dich habe ich noch eine Frage. Was wäre jetzt sofort aus dem Stand gesprochen ein Thema aus der Werft, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch erzählen? Ja, die Umrüstung von 4-Blatt auf 5-Blatt-Rotor, das wäre natürlich so das Naheliegende. Ne? Und ja, also das finde ich hochspannend, wenn wir das, oder fände ich hochspannend, wenn wir das begleiten könnten, wenn es denn weitergehen sollte. Und ja, das wäre natürlich so ein Ding und auch beispielsweise, wir haben gesehen, da wurden auch teilweise die Rettungswinden mal getestet an der Werft. Ne? Wir haben ja einen Windeneinsatz in Folge 3 gehabt, das war natürlich hochspannend, aber vielleicht kann man da nochmal ein bisschen tiefer reingehen und nochmal zeigen, wie funktioniert das, worauf kommt es an, das Seil, wie lang ist das Seil, Sebastian? Das ist ja elend lang, ne? 90 Meter, ja. 90 Meter, ja, genau. Also ja, das könnte ich gut vorstellen. Aber sag mal, Lucia, wie oft wirst du denn, wir können an dieser Stelle auch mal verraten, dass du auch mal von der Bundesagentur für Arbeit, wenn ich das richtig erinnere, gefragt wurdest, da warst du Teil eines Podcasts. Also stellst du, sag ich mal, eine Art Veränderung fest, dass halt auch mehr junge Frauen sich vorstellen können, in so technische Berufe reinzugehen? Ja, schon auf jeden Fall. Also gerade jetzt so bei mir im Umkreis oder halt im Freundeskreis auch. Es sind jetzt natürlich da noch mehr Berührungspunkte. Manche sind auch schon auf mich zugekommen und haben dann gesagt, ja, ich frage dich jetzt einfach mal ein paar Sachen dazu. Und tatsächlich auch schon von der Agentur für Arbeit sind ein paar auf mich dann zugekommen und haben gesagt, ich habe hier ein junges Mädchen und die möchte dich auch mal was fragen. Und auch bei uns im Bundesfreiwilligendienst gibt es dann immer mal wieder Mädels, die auf mich zukommen. So, jetzt stell dir vor, in Folge 5 bis 20 bei Nitro bist du auch weiter dabei. Dann braucht die beiden wahrscheinlich auch Autogrammkarten. Ne? Ja, wer weiß, mal schauen. Aber vielleicht bin ich ja dann bis dahin auch schon ausgelernt und man sieht dann vielleicht auch den Prozess. Wann endet denn deine Ausbildung? Januar 23. Bin ich dann fertig. Ah, okay. Noch ein bisschen mehr als ein Jahr. Für alle, die die Historie dieser Organisation nicht auswendig gelernt haben, im März 2023 die DRF Luftrettung ja zarte 50. Also das kann ja kein Zufall sein, dass du dann 2 Monate vorher fertig wirst. Hier kommt aber doch noch eine Frage. Und zwar, RM möchte wissen, wie funktioniert das Tanksystem mit 3 Tanks? Kann manuell umgepumpt werden und können beide Triebwerte auf einmal daher ausgehen? Ja, also mit den Tanks ist es so, ja, der Hubschrauber hat in der Regel einen Haupttank, der kann auch geteilt sein, nochmal in den kleinen Zwischentank, aber es ist, wenn wir es mal davon ausgehen, ein Haupttank und 2 Speisetanks für die Triebwerke. Und die Triebwerke, die nehmen ihren Sprit immer aus diesem eigenen kleinen Speisetank und was man machen kann oder was man auch machen muss, ist von diesem großen Haupttank in die Speisetanks den Sprit fördern, aus die Triebwerke immer gut mit Sprit versorgt sind und damit man dieses Umpumpen, dass es auch richtig funktioniert, haben wir 2 Pumpen, die das quasi gleichzeitig machen, damit eben, falls eine Pumpe ausfallen sollte, reicht eine Pumpe immer noch aus, um von diesem Haupttank in diese Speisetanks den Kraftstoff für die Triebwerke zu fördern. Übrigens haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber wer sich für die Ausbildung zum Piloten oder der Pilotin interessiert, die DRF wird ja ab 2022
ein eigenes Programm aufsetzen und auf der entsprechenden Homepage findet ihr alle weiteren Informationen. Das ist gerade die falsche Bauchbinde. Das ist nämlich eine Geschichte tatsächlich über Lucia bei uns aus dem Mediencenter. Das hier ist die richtige Bauchbinde. Ne? Pilotenausbildung kann man sich ja mal merken. Und ich sehe gerade, da sind noch Fragen. Kommt man als Sani einfach in die Luftrettung? Das ist ja jetzt, das kann ich beantworten tatsächlich. Da kann man sich einfach bewerben. Ne? Und dann gibt es ein sogenanntes Assessment Center. Und wenn man das besteht und eine Stelle frei ist, dann kann das natürlich funktionieren. Alright, liebe Leute, wie gesagt, wir hatten vereinbart eine Fußballhalbzeit. Das ist die Freizeit von Sebastian und Lucia. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ihr beiden. Der Sascha war jetzt ein Überraschungsgast. Und als Rausschmeißer haben wir noch was Schönes für euch. Wir haben nämlich auch einen eigenen kleinen Film über die DRF-Luftrettung. Wer noch Fragen hat im Nachgang, bitte in die Kommentare schreiben. Die landen nicht im Zentralarchiv, sprich im Mülleimer, sondern die werden im Nachgang beantwortet. Nochmal vielen Dank für euer Interesse. An dieser Stelle schon mal, ich habe sie erst zweimal erwähnt, Samstag, ne, die Rettungsflieger bei Nitro. Frohe Weihnachten, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.